Aber krass, guck das mal an hier. Wie viel mehr Rüstung der hat. Wie schlecht die beiden hier eine Rüstung haben. Meine, klar, sind bei Level 1, aber... Das ist doch merkwürdig. Oh, das muss wegen meinem Bonuszeug obendrauf, dass es bereits draufgerechnet wird. Kann ich eigentlich nicht vorstellen. Das ist... Nee, da müsste es ja viel mehr sein eigentlich als das, oder? Egal, warte mal kurz. Kritische Chance wird mehr verbessert. Okay, ja, schön. Nacht ist blöd. Ja, da bringt das ja auch mehr vom Bonus. Das ist ja ärgerlich. Ich meine, ja, Fernkampf nutze ich oft, aber wenn es halt mal nicht geht, ist auch doof. Oh, das gefällt. Ich meine, ich würde ihn gerne haben, weil hübsch, aber auch die Naht ist hier nicht so dilettant gemacht. Und der Rücken ist ja, was ich meistens sehe im Spiel. Aber ach, komm schon. Ach, das stört mich alles. Das ist so hässlich. Und wie gesagt, so richtig besser ist er ja auch nicht dann letztendlich. Ist seine bei Zeit auf Besserung ist er dann besser. Also ich habe eigentlich genug Sachen, ne? Komm, ich mache mal so. Sehen was? Ja. Genau ist da hier normal, sag ich doch. Also bei Rüstung ist er ein besser und bei S. Wieder schweren Widerstand ist er, glaube ich, gut. Bei Ausweichen ist er ein schlechter, bei Rüstung ein besser. Nimmt sich im Großen und Ganzen nichts. Das Gewicht ist ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob Gewicht jetzt so einen Einfluss hat auf irgendwas, aber hm. Dafür ist die kritische Chance ein wenig weniger. Solange ich hiervon keine weiteren Boni finde. Und dann noch erstmal nur Nahkampfschaden in der Nacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich Nacht habe mit Kampf. Das ist auch doof. Ach, Mann. Also echt, Ausrüstung ist nicht so geil alles. Ist hier noch was oder kann ich gehen? Ich denke, ich kann gehen. Ja, da ist nichts mehr. Ab dafür. Ah, das ist doch schön. Was gefunden? Hier ist eine Kiste voller Hacksilber. Mehr als genug, dass alle zufrieden sind. Dann bringen wir sie zum Schiff. Ein gutes altes Hacksilber. Der erste von vielen, Oswald. Bist du gewillt, weiterzumachen? Ich glaube nicht so richtig. Ach, so ein Weichei. Dies ist mein Geschenk an die Brüder. Beim Reichtum in Elmenham würden ihnen die Augen übergehen. Doch als Zeichen meiner Entschlossenheit ist dies hier viel wertvoller. Ein guter Anfang. Ja, okay. Bring alle Schätze, die du findest, nach Norwig. Lass dann die Brüder rufen. Wir treffen uns dort. Ja. Mach da. Alles gut. Hey, krass, 5000. Was? Okay. Heute soll ich offenbar ein paar Level steigen, wie es aussieht. So, wo war ich eben gerade gewesen? Da waren noch ein paar Sachen, die ich haben wollte. Hier oben, oder? Nahkampfwiderstand, leichter Schaden. Schön. Hä? Hatte ich das nicht schon? Vor allem... Ach so, nein, die müssten erst vergiftet werden, damit es... Ach so, das habe ich nicht gehabt. Okay. Nutze ich ja eigentlich auch nicht wirklich diesen Giftangriff, weil ich bleibe bei meisten meinen Standarddingern. Und jetzt, wo ich diesen Bonus habe durch Adrenalinpunkte, glaube ich, werde ich das sowieso noch weniger oft nutzen als vorher. Also ob es überhaupt lohnt, weiß ich gerade gar nicht. Keine Ahnung. Ich weiß doch gar nicht, was ausweichen... Was ist los? Was passiert hier? Ist das ein Bug? Ja, es ist ein megamäßiger Ultra-Bug. Okay, cool. Ja. Läuft? Hallo? Was passiert hier? Neues Gebiet entdeckt. Ja! Ich, bekomme XP. Was ist denn hier in dem Spiel los heute? Geht da gar nicht.
Wenn ich da jetzt runterfalle, bin ich sowas von tot. Vielleicht steige ich ja bloß auf jetzt so als Ase. Hier raucht's auch ganz schön gewaltig. Ah! Da hinten hört das Spiel auf. Tja, was soll ich sagen? Ich wurde in die Luft geschleudert oder so. Ich kann die Karte nicht aufrufen. Er speichert irgendwie vergebens. Oh nee, Leute, ehrlich, das ist mir zu blöd heute irgendwie. Ja, Sühnen? Nicht verfügbar. Oh. Da oben gab es keinen Sauerstoff mehr. Und da fällt er. Ui. Na, das war mal ein schöner Bug. Oh, das ist doch... Also, das ist ja jetzt lächerlich. Was war denn das? Oh. Alter, nix gut Aufnahme heute. Nix gut. Aber ich gehe davon aus, sie hat kurz davor gespeichert. Aber, nee, Leute. Ich stand nur rum. Mal bin ich zack. Also, nee. Da fällt mir nichts zu ein. Da sind mir die Worte ausgegangen. Das kann ich gar nicht beschreiben oder kommentieren. Die Bilder, glaube ich, sprechen für sich an der Stelle. Ja. Und das schmerzt ein wenig. In meinen alten, trüben Knochen. Oi, oi, oi. Hey! Da! Ich sehe Befestigung! Och nee, euer Ernst? Das wird nicht Ich darf nochmal alles ausrauben. Ich halte das nicht aus. Heute nähren wir dir! Oh, das ist doch nicht wahr! Meine Güte, ey! Das tun wir auch. Das kann doch auch nicht sein, dass ich alles normal machen muss. Man hat da nicht gespeichert an der Stelle. So eine Sauerei, aber auch. Aufnahme heute ist echt nicht gut. Das ist aber kein guter Stern, das Ganze. Mann. Das ist einfach nicht zu glauben. Oh Mann. Ich hab's wenigstens aufgenommen, was es Leute dann auch sehen, irgendwo mir auch glauben. Wenn ich welche sehe, gebe ich Bescheid. Das ist ganz schön. Was bist du denn? Stirb. Aber schön ist es natürlich trotzdem nicht wirklich. Oh Mann, ey, ehrlich, das ist so lächerlich heute. Sterb. Ich habe jetzt einen Hilfeschrei gehört von den Mädchen, dass wir hier irgendwas in der Nähe, wollte ich umgucken, zack, war ich in der Luft. Richtig herrlich. Na, fällt mir gerade ein, das war ja das Speichersymbol zu sehen gerade, wer das in die Luft gegangen ist, das Ganze. Also wahrscheinlich wollte er speichern, konnte es aber nicht, deswegen. Und darum alles normal, ja. Wenn das jetzt normal passieren sollte, drehe ich aber durch und schmeiße es echt weg für heute, das Spiel. Das könnt ihr sowas von wissen. Irgendwann ist auch meine Geduldsgrenze erreicht und der Faden gerissen und dann war's das auch. Stirb jetzt bitte. Zack, kenne ich schon. Ja, ja, all die Äxte wieder weg. Achso, es waren seine... Ach, jetzt habe ich es gesehen. Es waren seine Äxte gewesen. Dann ist ja gut. Ich baue nochmal eben das hier. Oh nein! Jetzt noch die Versprengten töten. Ich brauche noch eben den Schlüssel, bevor hier alles abbrennt. Danke. Ach, die haben vorhin gerufen, alles klar. Was mit euch? Ihr sollt mir nicht nochmal wie zum Abheben bringen. Kennst Zack. Du das, Wald? Hat die Todesangst ein Schwer zu großen Taten? Alle was tot, oder? Es führt, lass es weitermachen! Ist er bloß tot. Oh, ich war doch hier. Und warum ist der schon wieder... Hört doch nicht zu mir, verdammt. Du da, stirb. Du da, stirb auch. Haben wir es jetzt endlich? Mal wieder? Ja, ich glaube schon. Hier drüben. Jetzt kommt eine spaßige Sequenz, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ah, das ist doch schön. Ja, sehr schön. Was gibt es dann? Und? XP bitte. Danke. Jetzt darfst du bitte speichern. Eine ruhmreiche Rückkehr, alles toll. Speichern bitte. Speicherst du mal?
speichert nicht. Das macht mir Angst. Egal. Ich werde trotzdem wieder die Fähigkeiten verteilen, wie ich sie eben hatte. In der Annahme, dass das nicht der Grund für den komischen Bug war. Zack. Zack. Und wir doch, wenn wir es jetzt sehen. Luft! Nein. Läuft. Was für ein Käsekuchen. Muss ich wieder da hin? Ich glaub's ja nicht. So. Das da mache ich noch und dann reicht's mir für heute. Und zwar sowas von... Ja. Ach, hier ist noch einer drin. Ein gutes Herz. Danke. Gern geschehen. Dachte, ich hätte jetzt alle befreit. Kann ja keine Ahnung, sowas hier. So, ich verziehe mich. Ich finde selbst nach Hause, Jungs, ne? Ist gut. Hoffentlich gibt es keine Krokodile hier. Hahaha. Naja, natürlich nicht. Aber wenn es Robben gibt, gibt es hier vielleicht Killerwale. Wer weiß. Verzeihung. Orcas. Killerwale ist sehr denunzierend. Aber tendenziell könnte man schon ein bisschen Angst vor ihnen haben. Die sind groß. Und immerhin trotzdem Raubtiere. Und wenn man hier so lang schwimmt, wo Robben lang schwimmen, wer weiß. Vielleicht verwechseln sie einen damit. Könnte schon böse ausgehen. Denn man muss sich immer gegenwärtig werden, auch wenn das vielleicht ganz nette Tiere sein können. Wie in Free Willy auch gezeigt, das ist trotzdem immer noch ein absolutes Raubtier. Schönen, leite mich. Und keinesfalls domestiziert oder so, also da sollte man sich keinen Trugschlüssen hingeben. Mit Fragezeichen? Zwei Stück gleich? Ist auch nicht das Allergewöhnlichste hier. Wo ist hier genau das Rätsel? Was hier sein soll? Ich muss oben rauf dafür. Es entfernt sich von mir. Das kann es also nicht sein. Hä? Hä? Dreh ich mich denn in die Richtung? Ach, da unten. Im Wasser. Oder auch nicht. Hä? Muss ich über Tauchern erstellen oder was? Da unten? Wie soll ich denn da hinkommen? Gibt es hier irgendwo einen Eingang nach unten? Hallo? Hier muss irgendwie ein Brunnen oder sowas sein. Was zum Tauchen habe ich jetzt nicht gefunden. Dazu war es irgendwo tief genug. Muss eigentlich, aber ich kann hier nicht tauchen. Geht nicht. Das ist echt tief unten. Aber nein. Ich kann hier stehen, also. Damit kommen wir nicht weiter. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das bloß für so ein blödes römisches Artefakt nehme ich an. Weil das ist es doch eigentlich, oder? Ist hier irgendwo was tief genug zum Tauchen? Nicht wirklich. Ja. Kommen wir da ran? Was ist das da oben? Warum ist das wieder so leuchtend? Auch ein Manno! Und wieso ist hier vorne ein Fragezeichen? Ich meine, das sind ja die Händler eigentlich, oder? Aber vielleicht zwei davon ist ungewöhnlich. Ist hier nirgendwo ein Eingang auf eine untere Ebene irgendwie? Übrigens wird es gerade wunderbar Nacht, das heißt, ich könnte jetzt... Ah! Aha. Könnte jetzt vom erhöhten Axtschaden profitieren. Wäre sowas denn ausgerüstet irgendwie? Das ist aber ein Stück Weg. Also normaler Mensch kann natürlich so lange nicht tauchen. Typisches Phänomen in solchen Spielen. Ganz, ganz typisch. Axtschlag? Ja, funktioniert. Ja, wo ist es denn nun? Da. Toll.
Warum ist da ein Fenster nach oben, wo Licht war, aber ich konnte nicht tauchen, nicht runtergucken, eben gerade da, wo ich herkam. Also, sehr merkwürdig. So, ich würde sagen, das reicht dafür heute. Wenn ich hier raus bin, dann mache ich Ende und Aus und Aufnahmen Ende. Auch wenn jetzt vielleicht eine Folge ein bisschen kürzer geworden ist dadurch, aber bei dem Stress heute hier habe ich auch, ich habe schon Zeitverzug, deswegen reicht dann. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Sofern ich überhaupt noch Bock habe da drauf. So ein Mist hier, der an abstürzt und alles. Das ist doch wohl nicht wahr. Ja. Bis zum nächsten Mal, wo ich ganzen Sachen hier einsammeln werde. Zack, zack, mach schon mal so. Ne, wisst ihr Bescheid. Ah, Mano. So.